Studentinnen und Studenten, willkommen zurück zu unserer dritten und letzten Verabredung mit dem griechischen Historiker Herodot. Heute schließen wir unseren Zyklus von Kurzvorträgen mit der Beantwortung der Frage: War Herodot ein Historiker? Aus dem zweiten Video werden Sie sicherlich verstanden haben, dass wenn man diese Frage in der Vergangenheit den griechischen und römischen Literaten gestellt hätte, diese wahrscheinlich verneint worden wäre, vor allem wegen der Herodots breiten Gebrauch der Mythologie. Es ist jedoch auch gesagt worden, dass die Verwendung von Mythen in historischen Abhandlungen in der griechischen Kultur seit Jahrhunderten weit verbreitet war und dass Herodot daher in gewisser Weise auf der von seinem Vorgänger diktierten Linie stand. In jedem Fall ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Mythen oft einen, wenn auch gut verborgenen, Kern der Wahrheit enthielten. Herodot schien dies verstanden zu haben. Und wo er keine zuverlässigen Beweise finden könnte, beschloss er, über mythische Ereignisse zu berichten, aber nicht ohne Kritik. Der kritische Umgang mit dem Mythos ist vielleicht eines der Merkmale, das Herodot für moderne Wissenschaftler als Historiker und nicht als Geschichtenerzähler charakterisiert. Meistens führt Herodot Mythen ein, um sie zu kritisieren. Unter den offensichtlichsten Fällen wäre das Beispiel der Entführung von Frauen sowohl durch Perser als auch durch Griechen als Ursache für die ersten Zusammenstoße zwischen Ost und West, zum Beispiel die Entführung von Helena durch Paris oder von Io durch die Phönizier. Diese Haltung, Mythen kritisch zu hinterfragen, ist moderner, als man meinen könnte. Heutzutage haben Gedächtnisstudien gezeigt, dass Mythen nicht nur die Grundlage für die Schaffung des kulturellen Gedächtnisses von ethnischen Gruppen und Völkern sind, sondern oft nachträglich geschaffen oder umgestaltet wurden, um Ereignisse zu rechtfertigen, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt zugetragen haben. Nach Hans-Joachims Goerke-Konzept der intentionalen Geschichte würden diejenigen, die an einem bestimmten Ereignis beteiligt und daran interessiert waren, eine bestimmte Erinnerung an sich selbst zu hinterlassen, einen bestimmten Mythos heraufbeschwören und ihn an ihre Bedürfnisse anpassen. Deshalb könnten Mythen für einen Historiker oft interessante Informationen enthalten und, im Fall von Herodot, auf ihre eigene Weise eine kulturell gültige Antwort auf seine Frage geben. Die kritische Analyse von Herodot beschränkt sich allerdings nicht nur auf den Mythos, sondern berührt auch manchmal die Rolle, die die Götter in der historischen Erzählung spielen. So verminderte er die aktive Präsenz der Götter in der griechischen Geschichte reiblich, indem er zunächst versuchte, für jedes Ereignis eine logische Erklärung zu finden. Wo dies nicht möglich war, begab sich Herodot allerdings wieder in die Hände der Götter. Erst Thukydides bewirkte das völlige Verschwinden göttlicher Entitäten aus der historischen Erzählung. Ein drittes Merkmal, das dazu beiträgt, ihn als Historiker zu definieren, ist die Aufmerksamkeit, mit der er versucht, die Ereignisse, die die Griechen und die Barbaren betrafen, möglichst gleichwertig zu berichten. Herodot geht damit über die Schemata seiner Vorgänger hinaus, die sich nur auf die Geschichte der Griechen oder der einzelnen Poleis konzentrierten. Der Historiker hingegen beschreibt zum ersten Mal eine Geschichte, die von mehreren Völkern gleichzeitig spricht und fast die gesamte damals bekannte Welt erforscht. Von den Liden bis zu den Ägyptern, von den Indern bis zu den Libyern, von den Spartanern und Athenern bis zu den Persern schien der Historiker von Nikarnassos nichts um niemanden
auslassen zu wollen. Aus diesem Grund gilt er als der erste wesentliche Historiker, der eine universelle Geschichte geschrieben hat. Und nicht nur das. Herodot war auch der erste, der sein Werk nach einer chronologischen Reihenfolge strukturierte. In der Tat geht er von der mythischen Zeit von Io aus, um zu den persischen Kriegen und insbesondere zur Niederlage von Xerxes durch die Athener und der Geburt ihrer Hegemonie zu gelangen. Jenseits der Exkurse, die Herodot zur Erklärung der Sitten und Gebräuche bestimmter Völker und ethnischer Gruppen einführte, geht er mit seiner Erzählung in einer progressiven chronologischen Weise vor. Ein weiterer typischer Charakter der Historiker liegt gerade in den Logoi, den sieben erwähnten Exkurse. Normalerweise sind diese Arten der Erzählungen nicht sehr präzise und sollten das herodotische Publikum vor allem mit Eigenartigkeit und Kuriositäten unterhalten. Herodot präsentierte jedoch auch geografische und ethnografische Logoi, die für die damalige Zeit ungewöhnlich waren. Auch wenn nicht alle von ihm berichteten Daten korrekt sind, so zeigen diese Exkurse doch einen ersten Versuch der Interdisziplinarität der Geschichtsschreibung. Ohne die Einzelbeziehung geografischer und anthropologischer Daten ist Geschichtsforschung heute nicht mehr denkbar. Mit seinem Exkurs über Flüsse, Städte, Bestattungsriten, religiöse und Heiratsbräuche zeigt Herodot einen sehr modernen Zugang zur Geschichte. Der Wert dieser Logoi, die von Herodots Nachfolgern verachtet wurden, wurde erst nach vielen Jahrhunderten und vor allem dank der zahlreichen Reise von Abenteuern nach Amerika, Indien und an anderen unerforschten Orten neu verstanden. Man erkannte, dass sich die Historiae von Herodot in der Tat nicht sehr von den Reisetagebüchern der Entdecker des 16. Jahrhunderts oder der Anthropologen und Soziologen der frühen 20. Jahrhunderts unterschieden. Heute würde man sagen, dass Herodot ein historisches Werk von sozioanthropologischem Charakter geschrieben hat, voll von ethnografischen Kenntnissen und Mythen, die die kulturelle Realität der Völker und ethnischen Gruppen erklären, denen er auf seiner Reise begegnete. Kann Herodot daher als vollwertiger Historiker betrachtet werden? Wahrscheinlich ja. Und zwar fast im modernen Sinn des Begriffs, aber im Rahmen der Forschungsmöglichkeiten seiner Zeit. Auch wenn es schließlich das thukydideische Modell war, das sich bei der Definition einer korrekten historischen Untersuchung durchsetzte, war Herodot mit seinem fast poetischen Stil, seinem Interesse an der mythischen Erinnerung, seiner Neugierde auf exotische Länder und Sitten und seinem Wunsch, so fair und präzise wie möglich zu erzählen, der erste westliche Historiker. Es war der Punkt des Übergangs zwischen dem homerischen Epos, dessen Sprache und mündliche Struktur Herodot manchmal beibehielt, und der reinen historischen thukydideischen Beschreibung. Wo sich Thukydides, schreibt Wolfgang Will, auf das militärisch-politische reduziert, ist Herodot universalistisch. Nichts, was zum Leben des Menschen gehört, klammert er aus. Seine umfassenden Schilderungen von Sitten, Bräuchen, Religion und Magie bieten heute Material für viele Disziplinen weit über die Altertumskunde hinaus. Er ist der einzige Historiker, bei dem auch Frauen jenseits der Amazonen, nicht anders als Männer, vielleicht sogar überlegen, Geschichte schreiben. Als Literat liefert Herodot Stoff für Geschichten, die zu erzählen, gleichgültig in welchem Genuss oder Medium, sich auch im 21. Jahrhundert noch lohnt. Vor allem aber ist er der einzige Historiker, Thukydides beschäftigte sich vorrangig mit Zeitgeschichte,
der ohne historiografische Quellen zu besitzen Vergangenheitsgeschichte schrieb. Seine Methoden bleiben wegweisend, was er über das Problem des Augenzeugen sagt, hat nichts von seiner Gültigkeit verloren. Mit diesem Gedanken schließe ich diesen Zyklus von drei einleitenden Lektionen über Herodot ab und wünsche Ihnen ein erfolgreiches Studium.